wenn alles Kunst sein kann, muss man auch die Frage, so absurd es ist, doch beantworten können, was nicht Kunst ist. Was um Himmels Willen kann Kunst nicht? Zu was ist Kunst nicht in der Lage? Ich will jetzt ganz schnell ein paar Antworten drauf geben. Erstens, Kunst ist nie vorweg. Viele Künstler gucken, viele Leute gucken sich Kunst an und sagen, die Kunst weiß, was morgen ist. Er spürt, was morgen ist. Unfug. Die Kunst kommt immer hinterher. Ja, ganz herzlichen Dank, Steffen. Also vielen Dank für die Einladung und ich bin jedem von Ihnen dankbar, dass Sie bei dem Wetter hierher gekommen sind. Also ich kann sehr gut verstehen, hätte auch gut verstanden, wenn Sie nicht gekommen wären, aber ich freue mich umso mehr, dass Sie jetzt da sind. Und ich finde eigentlich, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, dass Kunstvereine etwas Unikes sind, die deutschen Kunstvereine. Und ich lerne jetzt immer mehr Leute kennen, die nicht aus Deutschland kommen, hier an Kunsthäusern beschäftigt sind, mich mit Gegenwartskunst in Deutschland befassen. Zum Beispiel mit Andrea Lesoni vom Haus der Kunst in München haben wir vor einiger Zeit lange darüber geredet. Die sind alle auf der Suche nach Strukturen, in denen sich Kunstinstitutionen einbetten. Und Lesoni hat mir gesagt, das ist irre mit diesem deutschen Kunstverein. Das ist so toll. Da kann man mit einem Jahresbeitrag von 50 Euro an Dingen mitbestimmen, wo man in den USA vielleicht mindestens 50.000 Euro aufbringen müsste, um an irgendetwas mitbestimmen zu können. Also so etwas ist eine ziemlich interessante Angelegenheit. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auf der letzten Dokumenta-Ausstellung war. 15 sollten wir alle sagen, auf der Dokumenta 15. Wenn Sie da waren oder da gewesen wären, hätten Sie möglicherweise sich erfreut an gesungenen Erzählungen, die Sie in der Grimmwelt gehört hätten. Das ist ein Künstler aus Indonesien gewesen, hat ganz wunderbar Erzählungen in einer Singsangweise vorgetragen, das ist geradezu Ohrwürmer sind daraus geworden, wenn man sich das lang genug angehört hätte. Sie sind vielleicht am Bootshaus, was da auch gab, haben sie ein bisschen rumgehangen, haben dann vielleicht auf ein Boot geschaut mit einem bunten Glasaufbau und haben etwas über die Geschichte einer afrikanischen Riesenschnecke erfahren, die in Taiwan ziemlich große ökologische Probleme verursacht hat, aber dann zu einem außerordentlich beliebten Snack umgewandelt worden, in frittierter Form. Das hätten Sie auch erfahren können auf der Dokumenta. Sie hätten möglicherweise auch etwas darüber erfahren, dass Sie in der Dokumenta-Halle ein Filmstudio gefunden hätten, das in einem Slum am Rande von Kampala situiert ist. Und die haben dort einen Film produziert, bei dem der Name Rummenigge eine gewisse Rolle spielt. Das ist ein absurder Action-Teil, irritierend, sich übergipfelnd. Wahrscheinlich hätten Sie Ihre Freude daran gehabt, wenn Sie nicht da gewesen sind. Sie wären vielleicht auch in dem alten Geschützturm an die Fulda, in der Fulda gelandet, wo eine Ausstellung über Chili-Pflanzen aus Vietnam zu sehen war, die wie unter wechselseitiger Beleuchtung so etwas wie ein Schattenspiel geworfen haben. Dazu hätten man einen melancholischen Flötenklang, der direkt aus Vietnam übertragen wurde, hören können. Und sie hätte möglicherweise, wären sie in einen anderen Zustand geraten. Und vielleicht wären sie auch in einer Kirche gewesen, St. Kunigundus, wo sie an einem Trance-Tag teilgenommen hätten, wo ein bisschen Trance-Musik in diesem Kontext dieser Kirche stattgefunden hat, wo eine deutsche Künstlerin eine Trance-Installation hergerichtet hat. Vielleicht hätten sie sogar auch einen Videoclip gemacht mit queeren Personen
aus indigenen Gegenden, wie man das so schön nennt, die mit einer großen Würde dargestellt werden in diesen Videoclips. Möglicherweise sogar Videos über spirituelle Rituale von jungen Frauen, die mit einem Bus irgendwo hinfahren und ein Tuch irgendwo ablegen, um einen Baum knüpfen. Auch etwas sehr, fast eine spirituelle Erfahrung konnte man da haben im Keller von Prelitianum in Kassel. Ich erzähle das alles. Vielleicht haben Sie auch Bilder sich angeguckt. Von Richard Bell gab es sehr schöne Bilder in Kassel. Es gab sehr beeindruckende Bilder von Künstlerinnen, die Sinti sind und waren, viele sind tot davon, die Bilder aus den Lagern, Bilder von Sinti-Frauen aus den Lagern waren dort zu sehen, sehr beeindrucksvoll. Vielleicht sind Sie auch an der Assembly Hall stecken geblieben von Richard Bell, der da vor dem Prelitianum aufgestellt war, wo man sich da hinsetzen können, um vielleicht über die Aborigines zu diskutieren. Kurzum, vielleicht hätten Sie sich auch ein paar Bilder von Parentadi angeschaut, im Ostseehallenbad, im Osthallenbad. Das sind solche großen Bilder gewesen, die aus Protestaktionen gegen Suharto entstanden sind vor 10, 15 Jahren. Bisschen Robert Crumb mäßig. Sehr merkwürdige Sachen, die man dort sah. Wir haben Interviews gemacht mit Leuten auf der Documenta, so Stegreif-Erzählungen erhoben. Und die allermeisten haben wahnsinnig begeistert von dieser Documenta erzählt. Dieses Rumgehen, dieses Stehenbleiben an irgendetwas und dann wieder weitergehen, sich berühren lassen von etwas, etwas links liegen zu lassen. Vielleicht auch sich manchmal ein bisschen geärgert haben, aber die allermeisten, die wir interviewt haben, waren richtig begeistert. Und dann haben wir sie gefragt, ja, was ist denn das hier? Ja, das ist so ein bisschen so eine Reise, die man da macht, wenn man auf der Documenta ist. Man geht von einem zu den anderen und reist ein bisschen durch ein vielgestaltiges Universum. Und in gewisser Weise macht man eine Kurzreise durch die Welt. Oder gar um die Welt, indem man da in dieser, überall rumgelaufen ist und rumgegangen ist. Viele sind in Gruppen unterwegs gewesen und haben sich das alles angeschaut, haben darüber geredet, haben Kaffee getrunken, sind am Ruhrhaus, sie haben sich angeguckt, ob sie da irgendjemand gesehen haben, der vielleicht irgendwie prominent ist, was gehört ja auch irgendwie dazu. Ist da irgendein Prominenter? Hat jemand schon mal gesehen? Wer ist denn das? Gehört auch irgendwie dazu, wenn man auf einer Documenta so rumgeht. Klar, Sie müssen schon irgendwie Abitur haben, wenn Sie da so rumgehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass da viele waren, die kein Abitur hatten. Aus Kassel einige, aber auch nicht so viele. Man muss schon wissen, wie man sich so bewegt. Man muss es irgendwie auch alles gut finden. Ne? Wenn man schon mal da ist, muss man es ja auch gut finden. Weil es wäre ja doof, wenn man sagt, ich bin da und habe mich geärgert und so weiter. Sagt man ja nicht gerne. Ne? Und man weiß auch, man ist sozusagen, wie man sich da so bewegt. Man fängt ja nicht an zu lachen und sagt, es soll das Kunst sein oder sowas. Macht man halt nicht, wenn man auf der Documenta ist. Denkt das vielleicht, aber sagt es nicht. Ne? Oder? Und man geht so rum, man könnte das sagen, wir haben mit einem Publikum zu tun, was protoprofessionalisiert ist. Man weiß schon, da ist irgendwie, das ist nicht so wie normal, wie hier so, dass einfach sowas steht, sondern da passiert mehr. Und irgendwie muss man das vielleicht auch in der Lage sein, gut zu finden. Ja, warum eigentlich? Weil es sich um Gegenwartskunst handelt. Das große Versprechen jeder Documenta ist, dass es sich um eine Umschau handelt von dem, was an Gegenwartskunst auf der Welt zu finden ist. Natürlich nicht, zwar umfänglich, aber natürlich nicht ausreichend und natürlich mit einer bestimmten Selektivität. Zum Beispiel war niemand aus den USA auf dieser Documenta vertreten. Es gab ein paar aus China, aber mehr aus bäuerlichen Bereichen, nicht aus Shanghai oder so etwas, gab es nichts. Es gab nichts aus Russland. Waren zwar angesagt, sind aber mussten doch wegen Schwierigkeiten mit ukrainischen Künstlerinnen
sind die dann doch wieder weggeblieben. Viel aus Indonesien, viel aus Afrika, viel aus Zentralasien. Das Programm der Gegenwartskunst ist, dass sie sich von der modernen Kunst emanzipiert hat. Gegenwartskunst hat mit dem Kanon moderner Kunst nichts mehr zu tun. Das heißt, sie können keinerlei formale Kriterien anlegen. Das ist ja ein Tafelbild, das geht doch gar nicht mehr. Natürlich hat es Tafelbilder da gegeben. Das ist doch eine Videoinstallation, wie ich es schon tausendmal gesehen habe. Ja, natürlich, eine Videoinstallation, wie ich es schon tausendmal gesehen habe. Oder es ist ein Happening, ja, das kenne ich doch alles schon von Aachen, von Beuys oder so. Ja, das ist aber alles nochmal neu zusammengewürfelt. Es gibt keine formalen Kriterien, die sagen könnte, das müsste aus Gründen der Qualität, aus Gründen der kunstgeschichtlichen Einordnbarkeit aussortiert werden. Diese Kriterien gibt es nicht. Es ist alles zu sehen. Man kann es auf den Punkt bringen, auf einer Ausstellung von Gegenwartskunst, wie die Documenta, kann alles Kunst sein. Alles. Es gibt kein formales Kriterium, dass wir sagen, das ist nicht Kunst. Dieser Stuhl kann Kunst sein. Übrigens, diese Veranstaltung hier könnte auch Kunst sein. Was wir jetzt hier machen, ist Kunst. Nicht nur, weil es hier Kunst hinter mir zu sehen ist, sondern wie wir hier alle sitzen, das ist auch jetzt Kunst. Könnte ich sagen. Ja, wie kommst du darauf? Ja, weil es Kunstverein stattfindet. Wenn irgendwas im Kunstverein stattfindet, ist es doch wahrscheinlich Kunst. Nein, es geht nur über Kunst. Naja, es gibt viele Kunst, die über Kunst geht, ist aber auch Kunst. Alles kann Kunst sein. Alles kann Kunst sein, das ein Indikator auf Gegenwart beinhaltet, die ein Indikator von Gegenwart beinhaltet, auf einer Ausstellung von Gegenwartskunst. Und der Anspruch ist, dass in dieser Vielfältigkeit, dass alles Kunst sein kann, sich Gegenwartskunst darstellt als eine Kunst, die situiert ist in unserer weiten Welt, die nicht mehr von einem Standpunkt aus betrachtet wird. Schon gar nicht von Europa aus alleine, schon gar nicht von den USA aus alleine, sondern eine, wenn man so will, polyzentrisch verfasste Welt, die in einer polyzentrisch aufgestellten Gegenwartskunst ansehbar und erlebbar gemacht wird auf einer Ausstellung für Gegenwartskunst. Und Juan Gruber, die das alles bei der 15 organisiert haben, geben noch einen drauf. Die sagen nicht, alles kann Kunst sein, die sagen dann auch noch, nichts muss Kunst sein. Alles, was da zu sehen sein muss, als Kunst, muss gar keine Kunst sein, sagen die. Um den Gipfel zu präsentieren, make friends, not art. Das war das Motto dieser Dokumente. Wir sollen nett uns unterhalten, bisschen miteinander lächeln und überlegen, was ist denn so los auf der Welt? Warum ist es so heiß heute? Ist das jetzt der Vorbote des Klimawandels? Ja klar, natürlich ist der Klimawandel. Aber vielleicht ist es gar nicht der Klimawandel. Wenn wir uns jetzt über den Klimawandel unterhalten würden, hier in diesen Räumen, und wir hätten ein bisschen Spaß daran, wäre es nicht allzu ernst wäre, aber natürlich schon ein ernstes Thema, wir wären freundlich und niemandem würde der Mund verboten und wir würden nett in dem Sinne freundschaftlich uns miteinander darüber unterhalten, über den Klimawandel. Make friends, not art. Gut. Es hat auch etwas Heilendes für Juan Gruber, dass man von der Kunst Abstand nimmt, um Kunst zu machen. Damit die Kunst etwas anderes sein kann als nur Kunst. Und damit zur wirklichen Kunst wird. Das Kunstwerk, nämlich um das es ging auf der Documenta, waren im Prinzip wir, die über die Documenta gehen. Das ist die Idee des offenen Kunstwerkes, das schon 1958, glaube ich, von Umberto Eco
programmatisch zum Ausdruck gebracht wurde. Das offene Kunstwerk erfüllt sich als Kunstwerk erst dadurch, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich mit dieser Kunst beschäftigen. Ohne diese Leute ist es keine Kunst. Die Beschäftigung mit dieser Kunst in actu macht diese Kunst erst zu sich, bringt sie erst zur Kunstförmigkeit ihrer selbst. Manche, die so ein bisschen belesener sind, die kennen solche Gedanken von der Konstanzer Rezeptionsästhetik. Es gibt Dinge, die erst durch das Hineinarbeiten eines Publikums, einer Leserschaft zur Kunst werden, sonst sind sie keine Kunst. Und Juan Grupa hat das zusammengefasst in diesem Satz, make friends, not art, indem sie einen Wunderbegriff dafür noch aufbieten, in einer Stärke, die das bisher noch nicht so, das hat es immer schon gegeben, diesen Begriff in der Kunst, aber die haben ihn sehr stark gemacht, den Begriff des Kollektiven. Die Freunde, die jetzt zusammensitzen, bilden ein konstitutives Kollektiv, und diese Kollektivität des sich aufeinander Beziehens, aufeinander Hörens, aufeinander Gedanken zu entwickeln, das ist Kunst. Und Kunst geht darum, solche Arten von Kollektivitäten zu inspirieren, zu animieren. Das ist Kunst. Als Gegenwartskunst. Indem wir uns, ich sage es vielleicht jetzt etwas vornehmer, indem wir uns in einer Art der freundlichen Bezugnahme aufeinander darüber ins Verständnis bringen, gegenseitig, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Kunst. Das ist Kunst. Das Kollektiv ist spontan, es ist eigenwillig, es ist kollaborativ. Es soll auf jeden Fall nichts gezeigt werden, denn wir sind ja die Kunst. Da muss man nichts zeigen. Was soll man uns zeigen? Wir sind es ja. Es muss nichts gerahmt werden, weil es gibt vielleicht von außen Leute, die einen Rahmen darum setzen, aber wenn wir uns hier unterhalten, sagen wir nicht, wir machen jetzt den Rahmen hier, dass es Kunst ist, wenn wir uns unterhalten. Es muss nichts gerahmt werden. Es muss nichts gezeigt werden. Es muss auch nichts bewahrt werden. Diese Kunst vergeht. Wenn wir wieder auseinandergehen, ist sie weg. Kunst vorbei. Das ist ein wirklicher Bruch mit dem, was moderne Kunst bisher bedeutet hat. Moderne Kunst war auch immer reflexiv über die Bedeutung der Beobachterin. Also Kunst, wenn Sie so wollen, Kunst, aber vielleicht überhaupt Kunst, ist ja, nehmen wir mal die Malerei. Die Malerei zeigt einem Betrachter oder einer Betrachterin, was es heißt, etwas zu betrachten. Es geht ja nicht darum, dass ein Bild eine Wirklichkeit aufruft, sondern das eigentlich Interessante ist ja, wie die Figuren auf dem Bild einen angucken. Wie sie die einbeziehen, die Betrachterin in das Kunstwerk. Mona Lisa, wie guckt sie? Wir gucken. Warum guckt niemand uns an? Und wenn uns jemand anguckt auf einem Bild, dann geht es immer wieder darum, durch die Betrachtung selber zu sehen, was es heißt, etwas zu betrachten. Das ist, wenn Sie so wollen, der Grundsatz von jeder Kunst, von bildender Kunst. Dass man sich selber erfährt als jemand, der in einem spiegelnden Verhältnis zur Welt sich befindet. Das heißt Reflexion, Spiegelung, Reflexion. Die materiale Reflexion der bildenden Kunst ist ein sich umgehen mit der Kunst, wo der Betrachter selber als Teil dieses Geschehens sich empfindet, das durch dieses Kunstwerk, durch das Artefakt hervorgerufen worden ist. Das war auch bei Michelangelo so. Michelangelo will, dass man bestimmte Arten von Fragen über die Welt stellt und mit ihm mitgeht. Das gerade von einem Kirchenhistoriker mir erklären lassen, in einem wunderbaren Vortrag über die Gnade bei Michelangelo. Michelangelo ist der große Künstler der Gnade. Das heißt, es geht gar nicht darum, irgendwas zu zeigen, sondern die Situation der Gnade durch die Betrachtung, gnädige Betrachtung von dem, was Michelangelo uns
vorführt, als Erfahrung zu machen. Es ging um die Erfahrung der Gnade bei Michelangelo. Nicht darum, irgendetwas in der Welt darzustellen. Es ging um die Erfahrung der Gnade. Michelangelo ist nicht so weit weg von dem, was Juan Gruber macht, wenn man es so sieht. Aber trotzdem bricht Juan Gruber damit. Brechen viele, die heute Gegenwartskunst machen, mit dieser Vorstellung, weil sie sagen, das, was sich da spiegelt, ist immer ein Subjekt in seiner Einsamkeit vor einem Kunstwerk und sagt, jetzt gucken wir mal, guckt's mich an, wer guckt mich an? Nee, sagt Juan Gruber, wir wollen das weg von dieser Subjekt-Objekt-Beziehung, wir wollen das in eine Subjekt-Subjekt-Objekt-Beziehung ziehen. Es ist eben nicht Spiegelung, sondern Begegnung, Aktivierung und Versammlung. Eine der berühmtesten Worte, berühmtesten Begriffe der Gegenwartsphilosophie, der Begriff der Versammlung. Denken Sie an die einschlägigen Arbeiten von, wie heißt er noch? US-amerikanische Superphilosophin Butler, von Judith Butler über die Versammlung. Es geht um ein Versammeln, wenn Sie es Karlauer-mäßig, es geht nicht um Sammeln, sondern um Versammeln. Interessant ist, dass in dieser Versammlung, die sich von der Spiegelung abhebt, das soziale Selbst als Kollektiv zur Kunst wird. Das soziale Selbst als Kollektiv zur Kunst wird. Und das ist der Ausgangspunkt einer ziemlich heftigen Debatte, die heute in der Gegenwartskunst geführt wird, die auch in der Museumsbereich sehr geführt wird. Das ist die Debatte um nützliche Kunst. Der neue Direktor des ZKMs in Karlsruhe sagt, ich will nützliche Kunst. Mein Konzept ist nützliche Kunst. Kunst, die zu irgendwas Nutzen hat. Nicht erbaulich, nicht reflexiv, auf ein einzelnes Subjekt gezogen. Nützlich für Kollektive, für Versammlungen, für Leute. Nützlich für die Leute. Gute Kunst, gute Gegenwartskunst ist eine Kunst, die nützlich für die Leute ist. Sie will irgendwas von haben und nicht nur über sich nachdenken. Vielleicht können sie auch über sich nachdenken, aber dann müssen sie was dafür haben, dass sie darüber nachdenken, dass sie über irgendwas nachdenken. Nützliche Kunst kann eigentlich gar kein Kriterium mehr für diese Nützlichkeit abgeben, weil es ja auf die jeweiligen Leute ankommt, was sie für nützlich halten für sich. Kann sich auch ändern. Jetzt ist vielleicht nützlich, wenn wir irgendwie Capri-Eis hätten oder sowas. Ne? Wenn jeder ein Capri-Eis kriegen würde, wäre vielleicht jetzt nützlich. Dann könnte man sagen, Capri-Eis. Und Sie würden sagen, wir würden dann über Capri-Eis, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber wir könnten jetzt über Capri, wieso heißt das Eis Capri-Eis? Was bedeutet Capri für euch? Und dann wären wir schon mitten in einer Begegnung über Gegenwartskunst, indem wir über Capri reden, Capri-Eis. Und es ist nützlich, weil wir gleichzeitig was zu Flecken haben und es irgendwie schön ist, aushaltbar ist, weil es so heiß ist und so weiter. Nützliche Kunst. Nützlich. Dazu gehört übrigens auch der Begriff der Relevanz. Es muss nützlich sein. Einer der ganz wichtigen Begriffe in der Gegenwartskunst im Augenblick ist Relevanz. Relevanz kehrt wieder zurück, fast wie in den 70er Jahren. Wichtig ist, dass mit der Kategorie der Nützlichkeitskunst im Grunde jegwede Rechtfertigung über ein betrachtendes, erlebendes Einzelsubjekt über Bord geworfen wird und die Leute selbst als Gegenstand der Animierung zum Zentrum der Kunst werden. Wir befinden uns eigentlich in der Gegenwartskunst jenseits irgendeines Status von Rechtfertigung. Es kann wirklich alles Kunst sein, wenn es denn für irgendjemand nützlich ist. Es gibt einen deutschen Kunstkritiker, der hat da vor einiger Zeit ein ganzes Buch drüber geschrieben, ich will das jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, denn das postautonome Kunst. Postautonome Kunst. Kunst, die nicht mehr für sich selber da ist, sondern nur noch für die Leute. Die auch gar nicht den Anspruch hat, für sich selber zu sprechen. Nur noch für die Leute einen Nützlichkeitswert hat. Postautonome Kunst. Eine heitere, angenehme, freundliche Kunst, die man auch in Sneakern abbilden kann, die man in T-Shirts, in Hosen und so weiter. Alles nützliche Kunst.
geht in die Mode, geht in die Popkultur, nützlich. Die bildende Kunst ist Teil der Popkultur, als nützlich für die Unterhaltung, nützlich für die Autonomisierung. Das ist Kunst. Allerdings, und das ist dann interessant, diese Relevanz oder diese Nützlichkeit, und da kommt jetzt der Haken auch, es soll nicht nur irgendwie Unterhaltung sein, soll nicht nur irgendeine Befassung sein, sondern es soll eine Befassung sein, die irgendwas Kritisches enthält, was Subversives enthält, in gewisser Weise auch was Dissoziatives enthält. Also es soll Befassung sein, die dann doch, wenn sie relevant ist und für die Leute nützlich, die da irgendeine Art von Effekt des Subjektivierung jedenfalls enthält, im Sinne, dass jetzt auch etwas zu Kunst erklärt, was man früher nicht zu Kunst erklärt hat. Und das sei irgendwas Subversives. Auch dieses Buch über postautonome Kunst, können Sie sozusagen, ist eine Rede, dass Kunst doch im Grunde in dieser Art der Postautonomie was Subversives, was die Bürger, das bürgerliche Kunstverständnis untergrabendes habe. Weil es nämlich Leute zu kunstfähig macht, die nicht zum Kunstpublikum bisher gehört haben, die interessanterweise gar nicht auf der Documenta zu finden sind. Damit wird etwas ganz Verrücktes getan, nämlich es wird gesagt, in dieser Auslegung von postautonomer Kunst, das ist keine Kunst für die Mehrheitsklasse. Das ist keine Kunst für uns. Keine Kunst für die Halbgebildeten, für die Halbbehüteten, für die Halbgescheiterten, Halbgesicherten und vielleicht etwas besser Verdienenden. Für die gerade nicht. Sondern für irgendwelche anderen, die immer von denen vergessen werden. Von diesen Halbgebildeten. Also von uns. Also von uns Halbgebildeten ist in dieser Gegenwartskunst eigentlich nicht mehr die Rede. Weil wir wollen ja, die soll ja irgendwas animieren, was bisher noch nicht so ihre Stimme gehabt hat, die Stimme gehabt hat. Der pejorative Begriff der Mehrheitsklasse ist jedenfalls in den Schriften der Gegenwartskunst, die ich zur Kenntnis nehme, untergründig immer präsent. Das Unbürgerliche, das Hegemoniale, diese ganzen Bourdieu-Rezeptionen, das trieft alles von Bourdieu, diese ganzen Sachen. Bourdieu hat da wirklich, also überall gesiegt. In Klammern, ich finde Bourdieu extrem langweilig, aber gut, da kann man nichts machen. Das hat immer dasselbe, ich mag das nicht, wenn Leute immer dasselbe sagen. Klammer wieder zu. Aber da wird gesagt, nee, das ist sozusagen, das ist irgendwie Kunst, dass sie sozusagen anderen irgendwie einen Hebammeneffekt hat. Kunst, und das jetzt ist der merkwürdige Konsequenz daraus, in dieser Vorstellung, Kunst adressiert und konstituiert ein anderes im eigenen. Das Wesen von Kunst ist ein anderes im eigenen hervorzurufen. Nämlich, wir sagen, wir sind alle die Mehrheitsklasse und sagen, in uns ist aber noch was anderes. Und neben uns ist noch was anderes. Und das bringt Kunst zur Geltung. Die Geltung von Kunst ist an dieser kritischen Konstitution von Subjektivität. Hängt die. Das ist die Geltungskraft der Kunst, nach diesem Verständnis von Gegenwartskunst. Das heißt, wir sind nicht gemeint. Wir nicht. Wir sind nämlich schon, weil sie hier sind, sind sie schon halb gebildet. Ja, doch, irgendwie schon, ne? Wahrscheinlich haben die meisten von ihnen Abitur. Vielleicht sogar einen akademischen Abschluss. So, postautonome Kunst, jenseits von Rechtfertigung, Kunst, postautonome Kunst im Konsum, im Trash, in der Unterhaltung, im Rave. Aber warum ist das denn alles Kunst? Was heißt denn dann noch Kunst? Geht es dann nicht doch letztlich in der Unterhaltung auf? Nützliche Unterhaltung. Was ist dann noch Kunst an der Sache? Das Interessante ist, dass wenn man die Sache so sich klar macht, wie ich Ihnen gerade versucht habe klarzumachen, oder ich mir versucht habe, indem ich mit Ihnen rede, indirekt mir versucht habe, klarzumachen, ist, dass neben, jenseits der Rechtfertigung wieder eine andere Rechtfertigung steht. Nämlich, die sagt, dass die bisherigen Rechtfertigungen alle nicht stimmen, sondern es gibt eine andere Rechtfertigung von Kunst, nämlich über Nützlichkeit und Relevanz. So, jetzt sage ich Ihnen noch ganz schnell,
was so in der Gegenwartskunst im Augenblick diskutiert wird. Um zu der Frage weiterzukommen, was denn die Kunst bei dieser Kunst ist. Es gibt eine große Debatte um Gegenwartskunst über den Begriff der Institution. Interessanterweise über den Institutionenbegriff. Die Soziologen freuen sich. Das hat angefangen mit dem, was wahrscheinlich Sie auch hier irgendwann mal gemacht haben, eine Ausstellung über Institutional Critique. Also dieser ganze White Cube-Effekt. Dass man kritisiert, stört, quasi den wohl eingerichteten Raum der Kunst, wie hier, ist alles so schön sauber, alles so hell und weiß und so weiter. White Cube, es ist, im Grunde ist das White Cube hier alles. Und Institutional Critique hat versucht, alles, was hier zu sehen ist, ist determiniert vom White Cube. Von dieser Helle und dieser Klarheit und dieser Offenheit, die alles kaputt macht. Was immer nur das gibt. Jedes Unnütze, jedes Dreckige, jedes Trashige wird hier hell und klar. Das ist so der Ansatzpunkt der Institutional Critique. Man muss das stören. Störfeuer. Das ist eine Kunst, die als Störfeuer für den White Cube sich versteht. Das ist eine abgegessene Geschichte. Das interessiert heute mehr oder minder niemanden mehr. Diese Diskussion ist beendet. Was heute alle suchen, ist Institution Building. Das große Thema der Gegenwartskunst im Augenblick, die über diese ganzen Stufen gegangen ist, ist Institution Building. Ist der Versuch, wie kann man in dieser dauernden Hineinnahme, dieser neuernden Einbeziehung von anderen, wie kann man Dauer dafür schaffen? Was sind Formen von Einbeziehungsdauer durch Kunst? Institution Building. Also der Versuch, dass Kunstpräsentationsorte Orte der Zivilgesellschaft werden, der Stadtgesellschaft, Leute, dass die Zuschauer nicht nur konsumistisch als Betrachter diesen Raum betreten, sondern einen Begriff der Teilhabe haben. Teilhabe ist der große Begriff für Institution Building nach der Phase der Institutional Critique. Kunst will also irgendwas Gesellschaftliches erreichen, nämlich, dass es Modelle der Teilhabe und Praktiken der Teilhabe experimentiert. Das ist ein Element einer Diskussionsstrang von Gegenwartskunst. Also von der Institutional Critique zum Institution Building, das heißt auch eine Umschwenk von einer Performance der Störung zu einer Performance der Einbeziehung. Das zweite große Problem, was heute wieder sehr diskutiert wird, ist das Formproblem jenseits des Formalismus. Man sagt doch, na ja, dass etwas Kunst ist, da muss es ja doch irgendwelche Arten von Kriterien. Warum es ja nicht einfach nur Unterhaltung ist, sondern Kunst. Dann sagt man, ja, wir müssen quasi über die Frage der Kontextualisierung der Form nachdenken. Dass Form nicht etwas prinzipiell Gegebenes ist, sondern dass Form immer wieder in Arten und Weisen der Rezeption und der Teilhabe von Kunst als Problem erzeugt wird. Also diese konsequente Kontextualisierung des Formbegriffes jenseits des Formalismus, eine breite Debatte in der Gegenwartskunst. Was kann man da, was ist einen Formbegriff, der rein vom Begriff des Kontexts her entwickelt wird. Und der dritte Punkt dreht sich um den Begriff des Wissens. Es ist eine riesige Debatte über den epistemologischen Gehalt von Kunst, wo man sich fragt, was ist Wissen? Und hat Kunst nicht die Verantwortung, abgedrängtes Wissen, nicht seriöses Wissen, Wissen, indigenes Wissen und so weiter, an den Tag zu bringen? Und das ist jetzt die neue Stoßrichtung der Debatte, die sich vom Wissensbegriff auf bezieht, aber gleichzeitig von ihm abstößt, dass man sich fragt, dass dieses Wissen selber nicht nur als katalogisierbares Wissen zur Kenntnis zu nehmen ist, sondern in den Erkenntnisprozess eines Denkkollektivs
eingefügt wird. Da gibt es eine neue, wenn Sie so wollen, Referenzautorität für diese Fragen, die manche von Ihnen vielleicht kennen. Das ist Ludwig Fleck, der 1935 dazu ein entscheidendes Buch geschrieben hat. Das heißt, das Wissen selber wird Wissen von Relevanz dadurch, dass es von Denkkollektiven für die Ausbildung von Praktiken benutzt wird. Damit ist auch, und das ist übrigens auch schon bei Fleck gedacht, gibt es eine neue Verbindung zwischen der esoterischen und der populären Wissenschaft, die sich wechselseitig stimulieren. Das ist schon bei Fleck 1935, wird das schon alles ausgedrückt. Dass sozusagen im Grunde Kunst selber sich auch mit Wissenschaft beschäftigt, um über Wissenschaft hinausgehend, aber von Wissenschaft abhebend, ihre Bedeutung als Kunst in der Wissenschaft deutlich zu machen. Der klassische Begriff in der Gegenwartskunst ist dafür künstlerische Forschung. Ich habe damit zu tun, die DFG will gerne künstlerische Forschung fördern, aber wir wissen nicht, was es ist. Da habe ich gefragt, was ist denn das eigentlich, künstlerische Forschung? Gibt es Kriterien für künstlerische Forschung? Ich meine, machen Leute Anträge? Es gibt es in Österreich, gibt es in der Schweiz, gibt es in allen Ländern mit großen Förderungsinstitutionen gibt es einen Topf für künstlerische Forschung, nur in Deutschland. Dass die DFG drauf kommt, wir müssen das auch haben, aber wir wissen nicht, wie wir das machen. Was um Himmels Willen ist künstlerische Forschung? Eine interessante Frage. Wie geht das eigentlich? Und es geht da um relativ viel Geld. Und es muss jetzt irgendwelche Leute geben, die da reflektiert darüber sagen können, was ist eigentlich künstlerische Forschung? Ist das lohnenswert oder nicht lohnenswert? Und der letzte Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist die Frage der Fürsprache. Dass Kunst, ja, das habe ich Ihnen ausgeführt, als relevante Kunst immer auch sich auf irgendwelche Leute oder Gruppen in der Gesellschaft bezieht, die noch nicht so sehr ihre Stimme gefunden haben in der Vielstimmigkeit unserer Öffentlichkeit. Und es hat lange Zeit die Idee gegeben, dass Kunst einen erweckenden Charakter für diese Leute hat. Also der Begriff des Empowerments steckt dafür. Und jetzt hat man gemerkt, nee, das wollen wir jetzt nicht zu doll machen mit dem Empowerment, sondern wir wollen im Grunde von der erweckenden nur noch zur begleitenden Fürsprache übergehen. Das ist wie in der Soziologie. Und man sagt, wir wollen nicht mehr kritische Soziologie betreiben, sondern Soziologie der Kritik. Das ist etwas ganz anderes. Nicht mehr kritische Soziologie, sondern Soziologie der Kritik. Zu fragen, was machen eigentlich Leute, wenn sie etwas kritisieren? Und nicht zu sagen, ich weiß, was hier zu kritisieren ist. Aber man fragt sich, was heißt es eigentlich, etwas zu kritisieren? Was machen die Leute, wenn sie was kritisieren? Was heißt eigentlich Ungerechtigkeit? Alle Leute sagen, was ungerecht ist. Oder, nee, man muss gucken, was ist ungerecht. Kann man empirisch untersuchen, was ungerecht ist. Ja, wie? Man kann doch nicht empirisch. Ja doch, was die Leute für ungerecht halten, das ist sehr komplex, das ist nicht so einfach. Ja, aber die Finder so empören sich da immer. Ja, die empören sich aber vielleicht über ganz was anderes dauernd. Das heißt nur immer dasselbe. Heißt immer Ungerechtigkeit. Ist vielleicht dauernd was völlig anderes? Eine interessante Frage. So. Und jetzt letzter Punkt. Wenn man so jetzt wieder darauf kommen will, ja, irgendwie müssen wir doch ein paar Rechtfertigungen finden. Also über den Begriff der Institution, über den Begriff der Form, über den Begriff der Fürsprache, über den Begriff des Wissens, dann stellt sich ja auch die Frage, was ist nicht Kunst? Wenn alles Kunst sein kann, muss man auch die Frage, so absurd es ist, doch beantworten können, was nicht Kunst ist. Was um Himmels Willen kann Kunst nicht? Zu was ist Kunst nicht in der Lage? Denn wenn wir diese Frage beantworten können, können wir vielleicht auch sagen, was Kunst ist. Und sagt, was Kunst auf keinen Fall kann. Ich will jetzt ganz schnell ein paar Antworten drauf geben. Erstens, Kunst ist nie vorweg. Viele Leute gucken sich Kunst an und sagen, die Kunst weiß, was morgen ist. Sie erspürt, was morgen ist. Unfug. Die Kunst kommt immer hinterher. Die Kunst ist absolut postistisch. Die kommt immer hinterher. Die Kunst ist nichts für die Zukunft. Kunst ist was für die Vergangenheit. Es war immer schon so und es wird immer so bleiben.
Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen irgendwas über Zukunft wissen und tun im Unternehmen Künstler einstellen, damit, weil die so eine andere Zukunftsgehen haben, Unfug, die haben nichts. Die beten nur nach, was sie woanders gelesen haben. Und das ist auch gut so. Warum? Weil sie dann klar kriegen, was es bedeutet, was passiert ist. Kunst kann verdeutlichen, was passiert ist. Es ist nicht daran beteiligt, dass etwas passiert, sondern es kann nur sagen, was es bedeutet, was passiert ist. Das ist für viele Künstler, besonders für Leute, die Kunst studieren, eine sehr ernüchternde Erkenntnis. Wenn sie sagen, ja, die künstlerische Forschung, wir können andere Dinge sehen. Nee, ihr seht nichts anderes. Ich habe das mit einem größeren Projekt vorexerziert. Ich habe mit vielen anderen zwei Jahre, einen Ort in Ostdeutschland untersucht, Wittenberge, wo wir mit vielen Künstlern zusammengearbeitet haben. Und die haben mir immer erzählt, was Arbeitslosigkeit bewirkt und so weiter. Ich habe mit denen, glaube ich, immer Streit gehabt. Ich sage, was redet ihr da für Unsinn? Das ist alles Quatsch, was ihr sagt. Ja, wie? Das ist unsere künstlerische Freiheit. Ja, aber ihr habt doch nicht die Freiheit, Unsinn zu sagen. Das war sehr schön, weil ich dann irgendwann herausgefunden habe, was die können, was ich nicht kann. Das war ein wirklicher Lernprozess für beide Seiten. Will ich Ihnen aber jetzt nicht antworten. Der zweite Punkt, Kunst muss darauf achten, nicht zu schnell zu werden. Warum? Weil Kunst darauf aufpassen muss, dass sie im Langsamen sich bewegt. Weil sie sowieso immer hinterherkommt, die Kunst, kann sie sich erlauben, langsam zu sein und quasi Themen aufzuwerfen, die als Fragen in der Welt existieren und nicht als Probleme. Kunst kann sich leisten, mit Fragen sich zu beschäftigen, in einem Modus langer Dauer, die sich nicht in Probleme verwandeln lassen. Denn Probleme kann man lösen, Fragen nicht. Ne? Es gibt Fragen, die bleiben, Probleme verschwinden. Kunst kann im Nachgang von dem, was passiert, weil sie immer zu spät kommt, weil sie zu spät kommt, kann sie sich viel Zeit nehmen und damit Fragen berühren, die sich nicht lösen lassen, weil sie Fragen sind. Zum Beispiel Gnade, um nochmal von Michelangelo herzusprechen. Das Problem der Gnade bis heute offen zu halten, wenn sie in die Sixtinische Kapelle gehen. Wenn Sie die Sixtinische Kapelle sehen und nicht wissen, was Gnade ist, dann kann es auch wegbleiben. Also diese Frage wird offen gehalten durch Kunst. Das kann Kunst. Eine Frage offen halten. Nicht ein Problem lösen. Frage offen halten. Und dann, weil Kunst langsam ist, muss sie darauf achten, nicht zur Kultur zu werden. Kunst ist keine Kultur. Das ist ein Gedanke, den ich von Bart von Brock habe. Wenn Kunst Kultur wird, ist sie keine Kunst mehr. Dann ist sie Teil eines normativen Getues und ist nicht mehr Kunst, die sich Zeit für Fragen nehmen kann, die man nicht lösen kann. Kultur will immer dann irgendwie was Gültiges, eine gültige Lösung, eine gültige Artikulation. Von Kunst ist das nicht zu haben. Das ist eine sehr entscheidende, wie ich finde, möglicherweise eines der entscheidenden Probleme, mit der wir heute zu tun haben, dass Kunst sich verweigern sollte, Kultur zu werden, weil wir heute eine enorme Inanspruchnahme von Kunst für kulturelle Themen haben. Kunst soll uns Kultur bringen. Kunst soll uns der Kultur vergewissern, um Himmels Willen, bitte nicht Kunst. Dafür gibt es Wissenschaft oder Kulturagenten, Kulturmanagement-Leute, aber doch keine Künstler. Da brauchen wir wirklich keine Künstler für. Weil Kultur etwas ist, ist eine Surplus-Kommunikation, die uns in unserer Gegenwartsgesellschaft ziemlich viele Probleme, nicht Fragen beschafft, sondern Probleme macht. Wir leben in einem Overload von Kultur. Wir ersticken an Kultur. Sie sehen das alle daran, dass gesellschaftliche Fragen dauernd als Kulturfragen diskutiert werden.
zwischen den Grünen und den Liberalen und den Christdemokraten, das ist eine Situation der Unhandhabbarkeit von gesellschaftlichen Fragen. Wenn gesellschaftliche Fragen zu Kulturfragen werden, sind sie politisch nicht mehr lösbar. Das ist eines der größten Probleme unserer Gegenwart, die Kulturalisierung von gesellschaftlichen Fragen, die Durchsetzung von Kulturkämpfen über Sprachregelung etc. etc. Davon sollte sich Kunst fernhalten. Kunst solle nicht gendern. Und wenn heute sozusagen Künstler darauf achten, besonders zu gendern, zeigen sie sich in extremer Weise als Kulturreproduzenten und haben aufgehört, Künstler zu sein. Und das ist das Problem. Kunst wird dann Kunst, wenn sie weiß, dass sie nie Kultur werden darf. Dann ist sie Kunst. Und das ist der entscheidende Punkt. Dann kann sie sich Zeit nehmen, dann kann sie Fragen aufwerfen, Begriffe bewirtschaften, die wir gedacht haben, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Und dann kann sie auch sich möglicherweise in einer anderen Form sich der Wirklichkeit zuwenden, die wir sonst nicht mehr haben. Klar, dann kommt sie in Konkurrenz zur Philosophie und natürlich in Konkurrenz zur Religion. Das ist das Problem, das wir heute haben. Wie kann es sein, dass wir eine künstlerisch durchwartete Kultur haben, die meint, sie könne die Themen der Philosophie und vor allen Dingen die Themen der Religion in sich aufsaugen? Die größte Leistung der Kunst könnte sein, das zu unterbinden. Und damit auch der Religion zu erlauben, wieder Religion zu sein und der Philosophie, Philosophie zu sein. Vielen Dank.